Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr auf euren WLAN-Router zugreift und das Passwort eures Routers ändern könnt. Falls du einen anderen WLAN-Router verwendest, dann empfehle ich dir, das dazugehörige Handbuch einfach als Nachschlagshilfe zu nutzen. Die Funktionen im Router-Konfigurationsmenü sollten eigentlich alle gleich oder zumindest so ähnlich bezeichnet sein, sodass du dich da bestimmt auch zurechtfindest. Okay, wozu hat eigentlich dein WLAN-Router ein Passwort? Eigentlich ganz einfach, damit nicht jeder einfach mal so auf dein Router-Konfigurationsmenü zugreifen kann, ist der Zugriff durch ein sogenanntes Passwort geschützt. Das geschieht bei neu gekauften Routern durch die Vergabe eines Standardpasswortes, das in aller Regel direkt vom Hersteller vergeben wurde. Wenn du dir also jetzt einen Router kaufst, dann bist du also nicht der einzigste Käufer, der sich ausgerechnet gerade dieses Routermodell gekauft hat. Dessen musst du dir immer bewusst sein. Ich würde einmal annehmen, dass gut über 90% aller Leute, die sich einen Router kaufen, ihn mit nach Hause nehmen, ans Internet anschließen und alles so bei Standardeinstellungen lässt, wie es vom Hersteller vorgegeben ist. Vielleicht gehörst du ja zu den 10%, die das nicht so machen. Und wenn nicht, dann würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, dein Router-Passwort zu ändern. Wo liegt nun also die Gefahr bei der Nutzung von Standardpasswörtern in WLAN-Routern? In den Standardsicherheitseinstellungen von WLAN-Routern werden leider oft nur die einfachsten Aspekte eines WLAN-Netzwerkes berücksichtigt. Das heißt, wenn man Glück hat, ist die einfachste Datenverschlüsselung eingestellt und sonst gar nichts. Das sollte eigentlich bei heutigen Routermodellen mindestens der Fall sein. Und wenn man Pech hat, dann ist nicht einmal das vorkonfiguriert. Da es nun mal eine überschaubare Anzahl von Routern gibt, ist es eigentlich selbst für Anfänger kein Problem, mal so in der Nachbarschaft herumzuschauen, welche WLAN-Netze eigentlich zur Verfügung stehen. Und anhand des Standardnetzwerknamens ist dann erkennbar, mit welchem WLAN-Router derjenige sich in seinem Netz bewegt. Und wenn das erstmal bekannt ist, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem mehr, das Standard-Router-Passwort für das entsprechende Modell herauszubekommen. Denn dazu muss ich einfach nur das Handbuch auf der Seite des Herstellers herunterladen, in welchen mit Sicherheit das Standardpasswort aufgeführt wird. Also empfehle ich dir, ändere dein Routerpasswort, um schon einmal von vornherein dieses Sicherheitsproblem auszuschließen. Okay, fangen wir an. Also wähle dich erst einmal in das Konfigurationsmenü deines Routers ein. Wie du dich in das Konfigurationsmenü deines Routers einwählst, kannst du auch auf unseren Seiten nachlesen. Folge einfach den Link in der Beschreibung und dann dem Inhaltsverzeichnis unserer Heimnetzwerk- und WLAN-Hilfe.com Seite. So, verbinden wir uns also mit unserem Router. Dazu öffnest du deinen Browser und gibst die IP-Adresse bzw. den Namen deines Routers ein. In meinem Fall ist es die FRITZ!Box mit der IP-Adresse 192.168.178.1. Und ich bin verbunden mit dem Willkommensbildschirm meiner FRITZ!Box, wo ich das Kennwort eingeben muss, damit ich überhaupt erst einmal auf die Konfiguration zugreifen kann. Und selbstverständlich habe ich hier natürlich ein geändertes Passwort. Okay, ich bin in der Konfiguration meines Routers drin und möchte nun das Passwort des Routers ändern, damit niemand per Standardeinstellung darauf zugreifen kann. Bei einer FRITZ!Box musst du dazu in die Einstellungen gehen, dann auf den Menüpunkt System klicken und ein klein wenig weiter unter findest du den Menüpunkt FRITZ!Box Kennwort. So, an dieser Stelle musst du die Option des Kennwortschutzes für diese FRITZ!Box aktivieren. Ist das geschehen, werden beide Kennwortboxen freigeschaltet und du gibst dein neues Kennwort jeweils ein. Klickst du auf Übernehmen. Die Sache ist erledigt. Und das neue Kennwort wurde übernommen. Um nun zu überprüfen, ob auch alles funktioniert hat, öffnest du nochmal einen neuen Tab, verbindest dich noch einmal mit deinem Router und gibst an dieser Stelle das neu vergebene Kennwort ein und meldest dich an. Und siehe da, es hat funktioniert. Ab sofort ist es nun niemandem mehr möglich, sich mit dem Standardpasswort auf deinen Router einzuwählen, auch wenn er den Netzwerknamen deines WLAN-Netzwerkes über die angezeigten WLAN-Netze kennt. Okay, das soll es dann auch schon heute wieder einmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com